Moin und willkommen zurück zu Sons of the Forest. Hier auf unserer wunderbaren kleinen Insel, die wir versuchen uns gerade einzuverleiben, ne? Die wir versuchen zu besetzen quasi. So, dann schnappen wir uns mal die Axt. Da wir jetzt ein Trockengestell haben. Werden wir gleich mal gucken, ob wir drüben eventuell noch ein paar Beinchen und ein paar Ärmchen kriegen. Liegt doch bestimmt noch irgendwo ein bisschen was rum hier, ne? Ja, nein, vielleicht. Liegen keine Kannibalen mehr rum? Wundert mich ein bisschen. Leichter Overkill. Manchmal muss es aber sein. Ach, gucke. Warte mal, dann komm mal her. Soll mal hierher kommen? Kelvin, bei Fuß. Put. Na komm. Ja, ein ganz feiner bist du. Ja, komm her. So, dann horche mal, mein Großer. Du sollst holen Stämme und danach sollst du sie hier fallen lassen. Ja. Verstanden? Ja gut, na dann ab dafür. Go, gib ihm. Dann solle er sich sputen. So. Braucht man die ganze Arbeit nämlich nicht die ganze Zeit alleine machen. So. Zwei Leute schaffen mehr als einer. Eins hier, wo wir ein bisschen drauf aufpassen müssen, ob der Gute das hier auch hinkriegt. Denn wie gesagt, der Gute ist leider nicht der hellste. Ah, verdammt. Er wollte sich das Bier gerade holen, habe ich das Gefühl. Hm? So, der gute Kelvin ist nämlich leider nicht der hellste und der versucht immer die Baumstämme, die ich gerade rüber auf die Reise schicken will, die versucht er sich aus magischen Gründen aus der Luft zu schnappen und packt die dann wieder dahin. Das ist ja nicht Sinn der Sache, ne? Ich bin mal gespannt, wann die gute Virginia mal wiederkommt, ne? Wir haben bis jetzt einmal ganz kurz gesehen. Wow. Die sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, gerade die beiden Stämme da, ne? So, liegt da noch einer oder waren da schon alle? Waren schon alle, ne? Der gute Kelvin läuft wieder los und holt ihn, fällt den nächsten Baum hoffentlich. Besser wär's für ihn. Und ab dafür. So. Dann gleich die nächsten Teile rein. So, jetzt brauchen wir wieder irgendwie was Kleines anscheinend, ne? So. Okay. Schnappen wir uns mal den hinteren hier. So, sehr gut. Kelvin rodet den Wald. Packen wir mal hier an die Seite. Vielleicht brauchen wir sie mal nochmal. Dann haben wir sie gleich, ne? Wie immer meine Devise lautet, lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Ich bin mega gespannt, ob das schon reicht von der Entfernung her. So.
So, eigentlich müsste es reichen. Es sieht eigentlich weit genug aus. Bin ich mal mega gespannt. Eigentlich müsste es reichen von der Entfernung her. Oh. Wohin sage ich es noch, ne? Ich bin mal gespannt, wann die gute Dame wiederkommt. Ach nee, es ist ein Einibor noch. Das ist ein Einibohrner. Ja, du bleibst da liegen, Bursche. So, ein bisschen Hack, ein bisschen Match, ein bisschen Match fürs Festpaarbrett. Hat auch noch. Na, wusstest du wohl? Alter, ist das stabil. Okay, wo auch immer das hingeflogen ist. Ich habe meine übermenschlichen Kräfte, glaube ich, unterschätzt. Glaube ich das? Das geht nicht ab. Jetzt. So, dann gucken wir mal, ob wir die aufhängen können. Zum Trocknen. Da bin ich mal gespannt. So ein leckeres, abgehangenes, knuspriges Ärmchen und so ein leckeres Beinchen. Ah ja, können wir nämlich. Etwa. So. Dann haben wir nämlich gleich ein bisschen was auf Vorrat, was wir dann essen können. So. Und ab dafür. Muss man echt staunen, also die gute Virginia kommt relativ selten hier vorbei irgendwie, ne? Die haben wir bis jetzt noch nicht so häufig gesehen. So. Wie gesagt, ihr werdet im Internet viele Guides zu dieser Insel schon finden, die Brücke ähnlich bauen. Aber in den meisten Guides wird euch das gezeigt, ihr sollt die Baumstämme ins Wasser schmeißen. Ach, da hinten ist der Arm gelandet. Ist meiner. Mach's weg. In den meisten Guides wird euch gesagt werden, ihr sollt die Baumstämme reinschmeißen und rüberschwimmen, ne? Und euch die Stämme vor euch hertreiben, wie wir es am Anfang auch gemacht haben. Aber wenn ihr euch, wie gesagt, traut, so wie ich es gemacht habe, zum Anfang euch schon gleich die Seilkanone zu holen, dann könnt ihr das jetzt so machen, wie ich es hier gerade mache. Ne? Ist deutlich angenehmer. Spart Zeit und spart Aufwand. Ist meiner Meinung nach, wie gesagt, sehr viel angenehmer zu machen. Weil halt einfach mal auch die Stämme genau da landen, wo sie braucht. Ne? Und ihr halt nicht extra. So. Haben wir noch ein Ärmchen. Wäre ich beinahe wieder ins Feuer gerannt hier, ne? Oh, Federn, Federn. Meine Federn. Federn. Naja gut, der Vogel ist ein bisschen zu klein, ne? Der Vogel ist, glaube ich, ein bisschen zu klein, um ihn zu essen. Da ist nichts dran. So, wo sind denn unsere wunderschönen Stämme? Ja. So. Oh. Sind schon relativ weit oben, ne? Oh. Gewitter! Gewitter! Sind wir doch gleich von dem Gewitter überrascht worden. So, das sieht doch schon mal gut aus, ne?
Ich glaube, wir könnten sogar schon mal was essen. Müssen wir uns mal gucken, ob schon was fertig ist von unserem abgehängten Kram, ne? Ich glaube, das ist noch nicht fertig, ne? Haben wir irgendwas anderes, was wir zu viel haben? Ja, komm, wir essen mal einen Power-Riegel hier, ne? Warte, schön mal. Gleich noch einen. So. Was kann man eigentlich mit Draht machen? Eine Tech-Rüstung. Aha. Braucht man Batterien für. Aha. Haben wir alles dafür? Eine Armbanduhr. Einmal Klebestreifen. Fünfmal Kleingeld und eine Platine. Aha. So, 1, 2, 3, 4, 5. Voll MacGyver hier, ne? Übelst MacGyver. So, haben wir noch genügend dafür, um noch eine zweite zu bauen? Theoretisch bestimmt schon, ne? Was braucht man dafür alles? Eine Uhr noch und eine Platine. Und fünfmal Kleingeld. Oh, haben wir schon nicht mehr. Schade. Schade, schade. Was wir aber haben, ist genügend Zeug für einen Molotow-Cocktail, ne? Auch wenn wir dann erstmal nur einen haben, weil wir haben im Moment noch nicht so viel Stoff. Aber dann können wir zumindest nach und nach schon mal ein paar neue Rezepte machen, ne? Reparaturwerkzeug. Brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? So, ein paar Pfeile könnten wir theoretisch noch machen. So, wie viele Federn brauchen wir dafür? 2. Und 4 kleine Steine. 1, 2, 3, 4. Okay. Da. Die Frage ist, wie viele Pfeile haben wir jetzt? Ah, hier können wir die Pfeile sehen. 4, okay. Und von den guten Pfeilen, Kohlefaserpfeil, haben wir 5. Machen wir auch schon mal ein paar, ne? So. Pfeile können wir auch erstmal ein paar gebrauchen. So, dann haben wir erstmal ein paar. So, sieht doch schon mal sehr zufriedenstellend aus, möchte ich mal behaupten. Läuft doch schon mal gar nicht schlecht. So, dann wollen wir erstmal wieder rüber. Hat jetzt den Vorteil, dass das Seil nicht heiß laufen kann, ne? Während wir hier dran rumrutschen. Tja, aber die junge Dame ist bis jetzt sehr, sehr selten hier bei uns vorbeigekommen. Ist ein bisschen schade. Ich hoffe mal nicht, dass wir sie beim ersten Treffen irgendwie schon verscheucht haben. Das wäre ein bisschen mad. So. Na gut. Nein! Ah, verdammt. So war das nicht geplant. So war das nicht geplant. Ist jetzt irgendwo ein Baumstamm verschüttet gegangen? Bin ich jetzt gar nicht sicher.
Wäre jetzt durchaus im Rahmen des Möglichen, dass mir einer durch die Finger geglitscht ist. So. Schnappen wir uns gleich noch mal ein paar Äste. Im Moment haben wir eh keine mehr. Die große Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, wäre, ob die Sachen auf dem Trockengestell trotzdem weiter trocknen. Ich meine, es regnet gerade. Rein theoretisch gesehen dürfte das eigentlich jetzt nicht funktionieren. Schmeißen wir uns gleich noch mal ein paar Beeren rein hier. Wie lässig er das macht. Klapp. So. Ich finde es halt ein bisschen schade, muss ich gestehen. Oh. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Seite, wo wir gerade den Turm bauen, die einzige Seite ist, die halbwegs erreichbar ist irgendwie, ne? Also sprich, von der anderen Seite wäre die Entfernung, um eine Brücke zu spannen, noch weiter. Da hätten wir noch schlechtere Karten. Das finde ich ein bisschen schade. Das hemmt einen so ein bisschen, ne? Alter, was ein Unwetter. Was ein Unwetter. Heftig. Heftig, heftig. Krasses Unwetter. Alter, wie dunkel das überall ist, ne? Aber sieht schon geil aus, ne? Muss man mal sagen. Es sieht schon geil aus. Aber ich würde fast sagen, wir schlafen ruhig mal. Denn es sieht auch so aus, als ob es Nacht wird, ne? Und dann sind wir auch gleich aus dem ekligen Wetter raus. So, tja. Das sieht mir immer noch nicht trocken aus hier, das Essen. Ah, Alter, Also Fußhygiene sieht anders aus. Fußhygiene ist bei denen ein Fremdwort, habe ich das Gefühl. So, wir sollten irgendwas essen. Guck mal, wo wir noch genügend von haben. Ja, komm. Wir hauen uns mal was Zivilisiertes zu essen rein. So, dann reicht das nämlich erstmal wieder. So, dann trinken wir noch mal ein Stückchen Wasser. Hm? So, schnappen wir uns unsere Axt wieder. Hm. Ich hoffe mal, unser guter Kelvin war schon wieder ein bisschen fleißig. Und hat schon weiter Baumstämme organisiert. Ah ja, hat er nämlich. Sehr gut. Naja, ganz nutzlos ist er doch nicht, ne? Er hat seine Existenzberechtigung. Ich finde das immer ein bisschen verwirrend, dass man manchmal die Axt wieder aus der Hand legt und manchmal behält man sie, ne? Naja, jetzt macht er genau das, was ich gesagt habe, ne? Jetzt trottet er hinterher und versucht irgendwo einen Baumstamm vom Ufer da hinten wieder einzusammeln. Ah, er macht Pause. Okay. Ob er das schon verdient hat, lassen wir mal so im Raum stehen. So, dann. Nochmal ein paar Baumstämme, bitte. Hm? Land in sich, ne? Fast durch.
Muss mal ein bisschen Zweck entfremden. Warum? Ist eigentlich ein Aussichtsturm. Wir haben jetzt einfach mal als Stützpfeiler genommen, um hier rüber zu kommen. Ich hoffe mal sehr, ich meine gut, wir sind in einer sehr, sehr frühen Early Access Phase, aber ich hoffe, dass die Entwickler sich da noch was einfallen lassen. Ne? Beispielsweise, dass man auch zwei Seile miteinander kombinieren kann, um ein längeres Seil draus zu machen. Das wäre schon mal nicht so verkehrt. Weil es ist halt echt ätzend, wenn man so eine Umwege hier bauen muss, um überhaupt hier mal rüber zu kommen irgendwie. Ne? Oh. Jetzt haben wir aus Versehen komischerweise wieder unsere Axt wieder in der Hand. Wie gesagt, da hoffe ich mal, dass da noch einiges passiert jetzt im Laufe der Entwicklung. Was macht denn unser Kelvin schon wieder? Hier liegt doch nur ein einziger Baumstamm. Was macht der schon wieder? Er ist doch schon wieder faul. Ach nee, da kommt er schon. Hat er gehört. Hat er gehört, dass man faul genannt haben. So. Wo ich gerade dran denke, kurze Info vielleicht nochmal zwischendurch. Da ich gerade so ein bisschen am Überlegen bin, ich meine, ich werde auch euer Feedback so ein bisschen mit einbeziehen und einfangen. Also sprich, je nachdem, wie gut jetzt The Forest oder Sons of the Forest hier bei euch ankommt. Und ich vorhabe, das Ganze auch nochmal im Koop zu spielen. Werde ich mal schauen, wie ich das insgesamt nachher handhabe. Also sprich, ob ich nochmal ein normales Multiplayer, also Koop-Let's Play mache, was dann zusätzlich nochmal parallel laufen wird. Oder aber ich spiele das im Stream und werde dann einfach die gesamten Streams dann im Nachhinein nochmal hochladen. Da muss ich nochmal machen, wie ich das mache. Könnt ihr mir ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, gerne auch schon mal unter die Folge hier. Denn logischerweise, klar, es ist auch eine Zeitfrage, ne? Ich muss halt auch gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Aber, ja. Wenn ihr da eher Bock drauf hättet und ihr sagt, ihr habt nicht so die Zeit, ihr würdet lieber häppchenweise so ein bisschen immer mal wie jetzt halbe Stunden Folgen oder so haben, bin ich natürlich dann auch gewillt, das Ganze dann zu schneiden und, okay, wo ist denn der Baumstamm geblieben? Okay. So, theoretisch gesehen bräuchten wir doch bloß nach oben bauen. Hm? Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Ernsthaft. Komm her. Wartet mal, wir wollen das anders machen. Müssen wir es per Hand machen. So. So geht's auch. So. Bin ich halt auch mal gespannt. Wie gesagt, ich hab's jetzt bisher immer nur alleine gespielt. Ich habe mich auch bewusst erstmal dafür entschieden, das jetzt erstmal noch nicht zu streamen. Gerade was jetzt die ersten... Das war schon tot. Ich habe mich halt, wie gesagt, bewusst erstmal entschieden, die ersten Tage das noch nicht zu streamen. Erstmal, weil es halt gefühlt die ganze Welt gestreamt hat. Und zum anderen, weil gerade die ersten Tage halt noch teilweise große Bugs drin waren. Da kamen dann die ersten Tage dann gleich die ersten Fixes nach. Und dann hat sich einiges schon erledigt gehabt, beziehungsweise war dann schon behoben. Aber, ja.
ich hoffe mal, dass es auch so sein wird, je nachdem, wenn jetzt auch Inhaltsupdates kommen, hoffe ich mal, dass wir nicht das Problem kriegen würden, dass uns irgendwann der Spielstand zerschossen wird. Hm? Verdammt. Brauchen wir doch wieder einen ganzen Block. Denn das passiert auch immer mal gerne, ne? Gerade bei Early Access Titel, dass dann irgendwann die Spielstände von alten Versionen nicht mehr funktionieren. So, einen Baumstamm brauchen wir noch, dann haben wir es eigentlich erstmal fertig. Dann können wir mal gucken, ob das Seil dran passt. Große Frage ist jetzt, wo unser guter, ach, da oben rennt er rum. Okay. Ja, ich würde was sagen, wir fällen den einen Baum hier vorne einfach mal nochmal. Ich hab schon wieder übelst die Paras, ey. So. Wir schaffen ruhig noch mal ein paar Baumstämme rüber und dann können wir von der anderen Seite nämlich gleich weiterbauen. Baumfeld! Wow. Aber das Stück ist weit. Ich finde es ein bisschen schade, dass man aus Baumrinde nichts machen kann. Okay. Physik ist an, sagst du, ja. Physik ist an, sagt er. Aber das Gute ist, er holt die Baumstämme, glaube ich, hier aus dem Wasser wieder raus. Hm? Ja. Zumindest den einen, der zu weit hier vorne gelandet ist. Ich dachte, da läuft ein Ureinwohner auf unserem. Oder ein Eingeborener hier auf unserem Dings rum da. Unserer Insel. Aber dann hätte ich aber hier. Ne? Dann wäre ich aber ein Dreieck gesprungen hier. Dass ich irgendein Eingeborener hier auf unserer Insel breit gemacht hätte. So, dann bauen wir das Ding mal fertig hier. Oder auch nicht. Wird nicht reichen, ne? Ne, reicht nicht. Ah, verdammt. So, das waren die Stützbalken. Und 6 Bretter. Okay, brauchen wir doch nochmal welche. So, das wird jetzt der Vorsprung hier quasi, ne? So. Gucken wir mal, wie viel wir davon noch brauchen. Noch eins. Okay. Ein letztes Brett und wir haben es, meine Freunde. Sehr schön. So, jetzt müssen wir bloß gucken, wie wir da hochkommen. Ach so, wartet mal. Wobei, ich glaube, wir müssen es von der anderen Seite machen. War ein Denkfehler, wir müssen es doch von hier aus machen. So.
So, dann brauchen wir ein Seil. Und dann müssen wir auf die andere Seite rüber. Und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Das wäre jetzt mad, wenn es nicht funktioniert. So, das muss jetzt rein theoretisch nur noch hier vorne dran. Theoretisch gesehen. Ja, reicht. Frage ist, braucht man das Brett hier oben unbedingt noch drauf? Ich glaube, das braucht man gar nicht, ne? Wartet mal. Braucht man hier, glaube ich, gar nicht. Wir gucken einfach mal. So, bedeutet aber, wir müssen noch mal den umständlichen Weg durch den Boden machen hier, ne? So, gleiches Spiel nochmal, weil es so toll war. Gucken wir mal. Ich hoffe sehr, dass das jetzt schon reicht. Das wäre nicht so schlecht. So, das ist jetzt die große Frage, ob das hier auch dran passt. Ja, passt. So. Sehr schön. So, dann testen wir mal gleich mal, ob wir da jetzt Bretter drauf kriegen. Theoretisch gesehen. Theoretisch gesehen müssten wir da jetzt eigentlich gleich Bretter drüber legen können. Ist jetzt natürlich die große Frage, ob das schon so richtig ist. Ne, musst du wohl. Wo auch immer das jetzt gelandet ist. Verdammt. Wo auch immer die jetzt gelandet sind, ich habe keine Ahnung. Wo auch immer die jetzt gelandet sind. Ah, es wird automatisch schon gebaut, wie es aussieht. Oh. Ja, moin. Na du. Auch mal wieder hier. So, meine Freunde, würde ich sagen, Folgenpause. Und nächste Folge werden wir dann gucken, dass wir unsere Brücke fertig kriegen. Und da müssen wir natürlich von der Seite von der Insel noch rüberbauen, ne? Damit wir auf die Plattform da drüben überhaupt kommen. Und dann bin ich gespannt, ob unser Kelvin die Wegfindung hinkriegt und über unsere Brücke drüber laufen kann. Das wird nochmal sehr interessant werden. Däumchen drücken, kommentieren, gerne ein Abo da lassen. Solltet ihr das erste Mal hier auf dem Channel sein, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Sons of the Forest. Bis dahin, schön gesund bleiben und ciao, ciao.